Und das Wort der Kollege Paul Lehrieder. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dass mir am Ende meiner Redezeit die Zeit nicht knapp wird, will ich mit dem Dank gleich beginnen. Ich darf mich an dieser Stelle ebenfalls sehr herzlich bedanken bei allen Kolleginnen und Kollegen, die wohlmeinend diesen Antrag mitgeschrieben haben. Ich darf mich aber auch bedanken beim Ministerium, liebe Annette Wittmann-Mautz, beim Gesundheitsministerium und eben beim Familienministerium, liebe Elke Ferner, dass wir das noch zum Ende der Regierungszeit der Staatssekretärin Ferner noch auf den Weg bringen können. Können Sie danach aus dem Saarland rüberschauen nach Berlin und sagen, haben wir noch was Gutes hingekriegt, wenn wir nächste Woche unseren Sekt trinken. Ja, meine Damen und Herren, natürlich auch herzlichen Dank an Sie, Frau Kollegin Bahr, Frau Kollegin Walder-Rosenheimer, lieber Eckhard Pohls. Wir haben es gemeinsam geschafft. Das ist kein Einzelerfolg, wie schon gesagt, wir haben es gemeinsam auf den Weg gebracht. Und ja, wir haben vor dreieinhalb Jahren, in der Kinderkommission bereits eine Anhörung gemacht. Wir haben im Großen Ausschuss, im Ausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugend vor 2,5 Jahren, fast 3 Jahren, die Anhörung durchgeführt. Und ich bin stolz, dass um diese Zeit, wir haben immerhin kurz vor 23 Uhr im Plenum, zumindest von unserer Truppe, die komplette Arbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen und Jugend sich diesem Thema stellt. Herzlichen Dank dafür. Es ist ja hier, aber euch auch. Natürlich, also ich kann jetzt aber nicht beurteilen, ob ihr vollzählig seid. Aber ich unterstelle mal, dass die SPD und die Grünen auch alle vollzählig sind. Nein, das Thema ist wichtig und ich will zu meiner Schande gestehen, vor 5, 6 Jahren hatte ich das Thema auch nicht ganz vorne auf dem Schirm. Aber durch die Sachverständigenanhörungen, auch durch die Ausführung von etlichen Sachverständigen, Andreas Schrappe, oder ich habe extra auch ein Buch mitgebracht von Shirin Hohmeier, Sonnige Traurigtage, oder das Buch eben schon hier, Kleine Helden, wo beschrieben wird, in welcher Situation diese Kinder leben. Ich glaube, die einzige Bevölkerungsgruppe in unserer Gesellschaft, die keine Lobby hat, die niemand hat, der für sie kämpft. Wenn wir uns beschweren wollen, finden wir Gewerkschaften, wir finden Anwälte, wir finden Beratungsstellen. Wir gehen zur Not zu unserem Abgeordneten und beschweren uns darüber, wir natürlich nicht, aber die anderen, wie schon gesagt, und beschweren sich über Sachen, die irgendwo im Argen liegen. Aber die Kinder haben niemand, weil die natürlichen Anwälte der Kinder, ihre Eltern, durch psychische Erkrankung selber als Anwälte leider ausfallen. Und dann sind sie in einer Situation, in der sie selber für sich Verantwortung tragen müssen, zum Teil für Geschwister Verantwortung tragen müssen und zum Teil auch noch eben in ihrer Verzweiflung die Schuld für das Fehlverhalten oder für das Nichtfunktionieren von familiären Beziehungen zum Teil auch noch bei sich suchen. Und ja, es ist richtig, wir hatten vor wenigen Monaten einen parlamentarischen Abend zu der Situation bei frühen Hilfen, dass 44 bis 70% der Kinder, die über Jahre hinweg in einer derart belastenden Situation später auch psychische Unterstützung brauchen. Und ja, Frau Staatssekretärin Wittmann-Mautz, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir auf dieses Problem rechtzeitig hinschauen, weil die Kosten, die wir heute nicht ausgeben, werden wir mehrfach in 10, 20, 25 Jahren dann entsprechend hier in die psychische Behandlung von kranken Kindern stecken müssen. Und darum sollten wir uns gemeinsam, fraktionsübergreifend bzw. eben ressortübergreifend, Gesundheitsressort, Familienressort, aber natürlich auch mit den Kommunen, mit den Jugendämtern, versuchen, dieses Problem zu stellen. Und die Zahlen wurden bereits mehrfach gesagt, zwischen 2,6 und 3,8 Millionen. Nicht alle von diesen 3,8 Millionen Kindern, die in psychisch belasteten Familien leben, brauchen Hilfe. Ja, aber wir müssen zumindest hinschauen und gucken, wo Situationen, wo verzweifelte kleine Helden sind. Und ich darf mit der geschätzten Erlaubnis des Herrn Präsidenten einfach ein paar Überschriften aus diesem für Kinder geschriebenen, richtungsweisenden Buch einfach eben hier als Beispiel, einfach als Gedenkenanstöße für Sie mitgeben. Viele Kinder fragen sich, was ist los mit Mama oder Papa? Doch die Antworten bleiben aus. Kinder psychisch erkrankter Eltern erleben überdurchschnittlich häufig Trennungen und Beziehungsabbrüche. Viele Kinder sind auf die Eltern und deren Erkrankung wütend. Viele Kinder fragen sich, ob auch sie eine psychische Erkrankung entwickeln können. Viele Kinder von psychisch kranken Eltern finden keinen Anschluss an Gleichaltrige. Oft sind Kinder der Meinung, dass ihr Verhalten Einfluss auf die elterliche Erkrankung habe und übernehmen Verantwortung für Geschwister und Eltern. Sie befürchten außerdem, dass sich beispielsweise ungezogenes Benehmen oder schlechte Schulleistungen negativ auf das Krankheitsbild der Eltern auswirken können. Mangels Wissen über die Existenz und Erscheinungsformen psychischer Erkrankungen, einem sichtbaren Auslöser der Erkrankung sowie der Tabuisierung von psychischer Krankheit innerhalb und außerhalb der Familie können insbesondere jüngere Kinder das elterliche Verhalten überhaupt nicht als krankhaft einstufen. Stattdessen werden sie es als Erziehungsverhalten und suchen die Schuld bei sich. Und genau in dieser Situation sind wir als verantwortliche Politiker gefordert zu sagen, können wir da Hilfe geben für diese kleinen Helden, für Kinder, die quasi im Verborgenen in der Gesellschaft leben. Von den Eltern können wir es nicht erwarten. Die Eltern leben zum Teil in Schuld, schämen sich für ihre Erkrankung, gestehen sich ihre Erkrankung oft genug gar nicht ein, wenn es eine Erkrankung ist.
Und ich habe mir mal die Krankheitsbilder rausgesucht. 25% sind psychische Verhaltensstörungen nach Substanzgebrauch, Drogen, Alkohol etc. 25% sind schizophrene Störungen. Circa 20% sind affektive Störungen, Depressionen, bipolare Störungen, manische Erkrankungen. Von daher habe ich gesagt, es ist ein viel zu eine große Aufgabe, der wir uns stellen. Und ich bin allen Wohlmeinenden dankbar, dass wir diese interdisziplinäre Arbeitsgruppe jetzt auf den Weg bekommen, dass wir das jetzt hoffentlich im nächsten halben, dreiviertel Jahr ein Ergebnis haben. Und ich bitte jetzt auf der Arbeitsebene, wir müssen jetzt ja Wahlkampf machen, liebe Frau Staatssekretärin, aber dass eben die Ministerien natürlich jetzt möglichst, wenn da noch Probleme da sind oder wenn Hürden sich auftun, dass wir natürlich mit dieser Arbeitsgruppe dann möglichst bald starten können, dass wir zum Jahresende, zu Beginn der neuen Legislatur, Sie können das Ding ausmachen, Frau Präsidentin, ich habe schon gesehen, dass wir zu Beginn der nächsten Legislaturperiode dieses Vorhaben konkret angehen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit hat der Kollege Lehrieder die Aussprache.